Mikrobiom. Das ist, wird anscheinend immer bekannter, der Begriff. Also sich bewusst zu sein, dass eine enorme Menge an Mikroben, also Bakterien, Pilze, Viren und Protobakterien im Darm zum Beispiel leben, also Darmflora ist ein Begriff, der das umschreibt, aber auch auf der Haut. Und die sind natürlich, wenn sie im Darm sind, enorm beteiligt daran an der Verdauung, besser gesagt, die machen die Verdauung, unterscheiden sich von jedem Menschen und sind immer mehr in Forschung, weil die anscheinend, also die Darmflora, die Zusammensetzung eben Einfluss hat auf auch Krankheitsbilder. Also dass das höchstwahrscheinlich sogar die Auslöser sind. Dass also für normale Menschen auch bereits eine gesunde Darmflora wichtig ist. Und die kriegt man, indem man sich gesund ernährt. Gesund ernährt heißt so viel frisches Zeug wie geht. So wenig vorbereitetes, abgepacktes Zeug kauft. Zucker vermeidet, wie es nur geht. Wenn dann auf natürliche Zucker zurückgeht. Aber alleine diese Vorstellung, dass man der ganze Körper außen und innen quasi voller Mikroben und Zeugs ist, ein eigenes Biotop. Das ist schon etwas, was viele nicht wahrhaben wollen. Und dieser Nature-Artikel beschäftigt sich eben damit, dass das Pflanzenmikrobiom und das Erdmikrobiom anscheinend miteinander in Kommunikation, Austausch sind. Und so macht das für mich auch einen biologischen Sinn, diese Übung, diesen Qigong hier draußen zu machen. Also ich habe das vermutet. Ich habe den Artikel noch nicht komplett durchgelesen. Ich habe nur die Zusammenfassung, den Abstract gelesen. Aber es geht ja auch darum, inwiefern steht man in Austausch mit denen. Also es scheint ein Teil davon zu sein, warum man sich in Natur gut fühlt. Sich darüber Gedanken zu machen ist gut und das auch anzunehmen. Also dass dieses Mikrobiom, diese Tausende von Mikroben, Pilzen, Viren und Protobakterien quasi, dass die Teil von deiner, meiner, unserer Existenz sind. Ohne die können wir gar nicht leben. Also sich damit anzufreunden, ist, glaube ich, wichtig. Das reicht als Einführung. Dann richte dich ein. Wir richten uns ein, dass wir angenehm atmen können. Wenn es geht, aufrecht. Man kann besser aufrecht sitzen, wenn man die Decke zum Beispiel zu einem Knubbel macht, so dass man ein bisschen Sitzkissen hat.
Und wieder die Zeit, sich selber zu fragen, wo die Ameisen gerade rumrennen. Und die Spinnen. Wie fühle ich mich jetzt? Beim Ertönen der hohen Glocke. Mein Fuß ist eingeschlafen. Das ist zu schlimm. Willst du dir auch Kreide? Links kann ich das. Naja, was wir löschen, doch eigentlich ist es Ruhe. Das ist eigentlich die Frage. Ja. Und wenn ich merke, mein Fuß ist eingeschlafen, darf ich was machen? Das ist auf jeden Fall was. Nee, noch nicht aufstehen, bitte. Es ist noch nicht abgeschlossen jetzt. Also man schließt es langsam ab. Also es ist ziemlich wichtig, sich an dieses in Anführungsstrichen Ritual zu halten. Weil man sich ja hinsetzt, um sich zu sammeln. Bei sich zu bleiben, auch wenn der Geist total hebelig ist und der Körper, und hier rennen auch viele, also heute bin ich auch überrannt worden von vielen Insekten, und das steht in den alten Schriften, man sollte sich einen Ort suchen, wo man nicht von Insekten gepiesackt wird, aber wenn es eben jetzt so ist, ist es so. Mhm. Also klar, wenn wir sind aber jetzt hier in Deutschland und da gibt es keine oder so wenig gefährliche Insekten. Also selbst die Zecken sind hier auch nicht zuhauf vertreten, zum Glück. Also wenn irgendwas Bedrohliches ist, dann bewegt man sich natürlich weg, dann meditiert man nicht einfach blöd für sich hin. Aber es gibt viele Beispiele, wo mit einer Kobra und so, also wo die Mönche dann trotzdem mit denen klargekommen sind. Also was ich damit meinte, ist dieses Abschlussglocke, also die einmalige, um sich zu fragen, wie fühle ich mich jetzt? Oder wie lief die Meditation ohne Antwort? Also keine Geschichte daraus zu machen, ist wichtig. Da lernt man viel von. Und das dann trotzdem in Ruhe mit diesen drei Gongs abzuschließen, ist auch wichtig. Also selbst wenn man total hebelig ist, ne, kommt ja vor in der Meditation, dass man komplett... Ah, ich will jetzt los, obwohl man 20 Minuten gesessen hat. Weil man das einübt, ne? Sich zu sammeln. Okay, du willst schon sofort los? Sado. Nein, ich mache mir heute Sado. Ja. Okay, Moment, ich gucke noch einmal in den Chat. Aber ich glaube, es ist nichts. Weil das wollte ich nicht übergehen. Wenn ihr Fragen habt oder grüßt, dann will ich das nicht unterdrücken. Ansonsten, also ihr könnt nachträglich auch Fragen stellen, ist klar. Ich glaube auf Twitch auch. Ihr könnt auch grüßen nachträglich. Du möchtest Sado machen? Mhm. Dann machen wir Sado. Noch dreimal wunderbar Sado. Sado! 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 Sado. Sado.
Du magst das? Ja. Okay. Und jetzt? Ja. Habt ein schönes Wochenende.